Street. Guten Abend und herzlich willkommen hier im Literaturhaus Berlin und auch zu Hause bei Ihnen im Stream. Ich freue mich sehr, heute einen vollen großen Saal, fast vollen großen Saal hier vor mir zu haben. Schön, dass Sie alle wieder da sind im neuen Jahr zum literarischen Terzett. Ich freue mich auch heute ganz besonders an diesem Tag, dass wir das Podium mit diesen drei klugen Köpfen wieder besetzen konnten. In der Mitte die Autorin und Journalistin Elke Schmitte. Auf Ihrer linken Seite Jens Biski, Journalist. Und auf der rechten Seite von Ihnen aus gesehen, Jörg Barbarowski, Historiker. Sie kennen das Trio, Sie werden Ihnen heute wieder Sachbücher vorstellen, aber auch ein Roman ist mit dabei. Ja, und ich wünsche Ihnen und uns allen viel Spaß. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie hier sind. Schön, dass wir mal wieder unter Menschen reden können und nicht mehr nur mit Bildschirm allein. Wir haben hier oben das Privileg und die Freude, über Bücher reden zu dürfen. Und damit es nicht zu bequem für uns wird, haben wir uns eiserne Regeln auferlegt, die ich noch mal kurz nennen will. Die erste Regel ist, wir entscheiden uns für die Titel, über die wir reden wollen, ohne die Bücher zu kennen. Die zweite Regel ist, dass wir uns vorher nicht verraten, wie wir die einzelnen Titel finden. Und die dritte Regel ist, dass wir 5 Minuten, bevor wir hier rauskommen, erst entscheiden, wer welches Buch vorstellt. Damit wird sichergestellt, dass jeder wenigstens das Buch mal in der Hand gehabt und drinne gelesen hat. Ich habe die Freude mit dem ersten Buch, das, wie Sie unschwer sehen, auch das umfangreichste ist, anzufangen. Helmut Walter Smith ist ein Historiker, der lehrt in Nashville, Tennessee, und bei C.H. Beck ist jetzt eine Übersetzung seines Deutschlandbuches erschienen. Das Buch heißt Deutschland, Geschichte einer Nation von 1500 bis zur Gegenwart. Es ist erstmal buchenswert, dass es eine Nationalgeschichte ist, denn es ist uns ja eine Zeit lang eingeredet worden, dass man jetzt im Grunde nur noch Globalgeschichte treiben sollte oder anderes. Es ist aber keine Nationalgeschichte, wie Sie sie erwarten würden. Denn es ist da von den politischen Entwicklungen relativ wenig die Rede. Sie kommen vor, aber nur am Rande. Im Grunde geht es in dem Buch darum, zu erzählen, wie die deutsche Nation und der deutsche Nationalismus sich zueinander verhalten haben. Es geht also zunächst um Deutschland vor dem Nationalismus, dann um die entscheidende, für dieses Thema entscheidende Zeit des 18. Jahrhunderts, kopernikanische Wende nennt Walter Smith das, dann geht es um das Zeitalter des Nationalismus, dann geht es um das nationalistische Zeitalter, das mit den beiden Kriegen zusammenfällt, des 25. Jahrhunderts, also von 1914 bis 1945 etwa dauert, und dann schreibt er die Geschichte weiter als die Geschichte einer Nation nach dem Nationalismus bis in die Gegenwart, in das Jahr 2000. Es sind sehr unterschiedlich aufgebaute Teile und man kann zwischendurch, wenn man das Buch liest, durchaus die Orientierung verlieren und denken, worüber reden wir jetzt? Weil es kein durchgehaltenes Argumentationsmuster gibt. Er beginnt, und es ist mir sehr sympathisch, damit, dass er sagt, Deutschland muss entdeckt werden. Dass irgendwann eine Zeit kommt, in der man sagt, von Königsberg bis Passau wohnen Deutsche, ist nicht selbstverständlich. Das ist eine kulturelle Leistung, so will ich es mal nennen. Und er schildert zunächst, wie Deutschland entdeckt wird in Karten. Also was haben die Leute vor Augen, wenn sie von Deutschland reden, in Reiseberichten und Reiseführern ähnlichem. Und dann schildert er die entscheidende Wende hin zum Patriotismus im 18. Jahrhundert, das Aufkommen einer nationalistischen Bewegung im Kampf gegen die napoleonische Fremdherrschaft. Und dann geht das weiter bis in die Gegenwart. Ich werde jetzt nicht die ganze deutsche Geschichte hier nochmal erzählen, ein wenig kennen wir sie ja alle. Ich habe das Buch mit großer Begeisterung angefangen zu lesen, zumal ich über die frühen Kartografen wenig wusste.
Und ich wurde dann zunehmend nervös aus 2,5 Gründen. Der erste Grund ist, dass ich fand, dass dafür, dass er Nation und Nationalismus zum Thema macht, er relativ wenig unternimmt, um die Begriffe klarzumachen. Also was ist eine Nation, wie unterscheidet sich das von Volk, von Vaterland, was hat das mit Muttersprache zu tun? Das spielt in meinen Augen viel zu selten eine Rolle. Und es gibt da immer wieder das Argument von einem übersteigerten, übertriebenen, aggressiven Nationalismus. Aber wenn man das Buch gelesen hat und versucht, aus der Lektüre dieses Buches zu sagen, wann ist der Nationalismus so auch eine Befreiungsideologie oder eine Emanzipationsideologie und wann ist er übertrieben, dann hat man relativ wenig in der Hand. Dann kommt man ins Geschichten erzählen. Das kann man machen, aber es hilft, glaube ich, nicht auf die Dauer. Und dann habe ich das Problem, dass das Buch in meinen Augen ziemlich schlecht übersetzt ist oder die Übersetzung doch sehr schlecht lektoriert. Dafür will ich nur zwei Beispiele bringen. Das erste ist, dass da Kleist, Heinrich von Kleist, Sie wissen, der sich am Wannsee erschossen hat, am kleinen Wannsee, als pensionierter Leutnant bezeichnet wird. Ja, der war mal Leutnant in der preußischen Armee und er ist dann gegangen, hat den Abschied genommen und es gibt dicke Bücher darüber, warum er das getan hat, aber eine Pension hat er nie bekommen. Er hat sonst immer um Geld gebettelt, aber dass ihm eine Pension zusteht, hat nicht mal er geglaubt. Und dann will ich Ihnen einen Satz, ich hoffe, dass ich es finde, ja, den Teil eines Satzes, weil der Satz sehr lang ist, vorlesen. Da geht es, das Argument ist, Frieden oder zumindest das Ausbleiben größerer Konflikte ermöglichte es, diesem das zu tun, jedem das zu tun. Und der Satz endet dann mit, oder dem Dramatiker Georg Büchner. Fragmentgebliebene Stücke zu schreiben, welche die tragischen Dimensionen von Menschen niederer Geburt schildern. Mich machen solche Sätze verrückt. Da geht ja alles durcheinander, zumal ich nicht glaube, dass Georg Büchner sich vorgenommen hat, fragmentgebliebene Stücke zu schreiben. Aber soweit mein Eindruck. Also ich finde es bitter, dass ich da recht geben muss, was das Letzte betrifft. Das ist, ich meine, man muss sagen, es ist ein wirklich fast schon gigantisch zu nennendes Buch. Es sind 650 Seiten, aber die sind groß und eng beschrieben und es ist eine große Menge Material, die hier befördert wird. Das heißt, man braucht wirklich ein Lektorat, was in verschiedenen Bereichen sich auskennt und eben über eine Formulierung wie bei dem pensionierten Leutnant, über die ich auch gefallen bin, die da mal kurz innehält und sagt, hier stimmt was nicht. Das ist leider wahr, wobei ich auch sagen muss, wir haben schon hier Bücher besprochen, die deutlich schlechter betreut worden sind. Also es ist, ja, muss man sagen, nein, es ist, weil es ist riesig, das ganze Werk und es ist nicht fehlerfrei, das stimmt. Ich würde gerne etwas sagen zu der Frage, ob da eine rote Linie durchgehalten wird. Ich glaube, es ist tatsächlich auch diese Grundidee, denke ich, Deutschland, im Original heißt das Buch A Nation in Its Time. Und das ist eigentlich die Grundidee, dass er sagt, die Gestalt, wie man sich Deutschland vorgestellt hat und was Deutschland bedeutet hat, war kulturell sehr unterschiedlich von Epoche zu Epoche. Und es war nicht nur eine politische Frage. Und für mich zeichnet sich dieses Buch als Lesebuch durch diese wirklich besondere Qualität aus, dass Smith je nach Zeitalter und ich glaube auch je nach Interesse, also ganz offensichtlich hat er ein Interesse für Landkarten und für optische Darstellungen, aber er wechselt sozusagen die Quellen, um jeweils plausibel zu machen, wie die Idee dessen, was Deutschland ist, sich herausgebildet hat, sich geformt hat, vielleicht auch manipuliert worden ist. Das heißt, wir haben hier ein Buch vor sich, was abwechselnd argumentiert mit literarischen Quellen, mit Zeitzeugnissen, mit
Karten, mit Statistiken. Es gibt ein, finde ich, wunderbares Kapitel über Menzel, wo er in diese Epoche reingeht und sagt, es ist wirklich eigentümlich. Es gab eine Konjunktur der Armutsliteratur bis 1848. Ich hoffe, ich referiere jetzt dieses Datum präzise, aber sagen wir bis Bettine von Arnim, dieses Buch gehört dem König. Da gab es viele Berichte darüber, wie die armen Leute gewohnt haben, medizinisch versorgt wurden, woran sie gestorben sind und so weiter. Und das geht über 3 Jahrzehnte rapide zurück. Und das ist eine Beobachtung, ja, die er macht. Und dann sagt er, in dem Feld der Literatur und der politischen Literatur geht es enorm zurück. Und dann ist da jemand wie Menzel, der einerseits als Hofmaler sehr berühmt ist und andererseits im Atelier einen Arbeiter nach dem anderen zeichnet. Das aber wird nicht bekannt, weil die Bilder werden nicht verkauft und die interessieren auch niemanden, sondern die stapeln sich. Und ich finde solche, wenn man so will, Ausschweifungen, die aber einer Idee folgen, und zwar der Idee, von innen heraus zu entwickeln, worüber reden wir, wenn wir über Deutschland reden, 1940 oder 1670, wirklich faszinierend und toll durchgehalten. Dem Urteil kann ich so nicht zustimmen. Also ich würde erstmal Jens Bisky recht geben, dass das grundlegende Problem doch ist, wenn man ein Buch schreibt, das A Nation in its Time heißt, man sich Klarheit darüber verschaffen muss, was eine Nation ist. Das ist ja in verschiedenen Kontexten auch ganz unterschiedlich definiert. Die berühmteste Definition ist die, die ich schätze von Ernest Renan, ja, das Plébiscité de tous les jours, also ein alltägliches Plébiscite, das ist die Nation. Oft hat sie in unserem Alltag, spielt sie gar keine Rolle, aber zu manchen Gelegenheiten wird uns plötzlich bewusst, wer wir sind oder wer wir zu sein glauben, und dann spielt es eine Rolle. Was ist das, ein Konzept, das man irgendwann oder an irgendeiner Stelle beschreiben muss, und weil er das nicht tut, geschieht etwas mit dem Buch, das er sich wahrscheinlich so selbst nicht vorgestellt hat. Jedenfalls war das mein Gefühl. Der erste Teil beschäftigt sich im Grunde mit der Frage, wie Deutschland entdeckt wird und welche Leute das sind, für die das plötzlich wichtig wird. Fängt mit den Humanisten an, die Reformation spielt eine Rolle. Sehr gelungen finde ich auch die Kapitel über die Aufklärung. Die Schilderungen sind sehr gut, sehr detailliert. Man versteht dann plötzlich, dass die Nation etwas ist, dass das ein Elitenprojekt ist, das von oben nach unten durchgespielt wird. Beeindruckend finde ich die Stellen, wo er beschreibt, wie das Volk entdeckt wird. Etwa am Beispiel von Menzel, wo er sagt, die werden plötzlich als Individuen dargestellt, Bauern und Arbeiter. Und da zeigt sich das Bedürfnis, dass die Eliten sich kommunikativ verbinden wollen mit denen, die nicht zu ihnen gehören. Das ist soweit ganz gut gelungen, aber weil es eben doch keine Definition gibt, gerät das Buch im zweiten Teil völlig aus den Fugen. Mit der Reichsgründung hören diese Beschreibungen auf. Und das ist natürlich auch klar, weil die Quellendichte so umfangreich wird, dass er das Konzept nicht mehr durchhalten kann. Er hätte das gewissermaßen mit der Reichseinigung hätte er aufhören müssen. Stattdessen schreibt er weiter, und was dann passiert ist, er beschreibt eine Geschichte Deutschlands, er schreibt eine Geschichte des Holocaust. Wozu muss ich wissen, wie Treblinka organisiert war, wenn meine Idee ist, a nation in its time? Und in diesem Fall, glaube ich, hätte es ihm gut getan, wenn er sich weiter mit den Fragen beschäftigt hätte, was hat das eigentlich in der NS-Zeit bedeutet, deutsch zu sein? Es ist ja, steht dann auch in Frage, ob die Nazis, also ob die Rassisten wirklich Nationalisten waren. Aber oder das thematisiert er ja auch. Naja, er thematisiert es im Grunde nicht, sondern er beschreibt auf langen Seiten, was die Einsatzgruppen machen, aber er beschreibt nicht, wie hat sich denn Ernst Kaltenbrunner gesehen und wie haben andere Ernst Kaltenbrunner gesehen. Und hier in diesem Falle, wenn man über Nationalismus und Nation schreibt, wäre es gerade gut gewesen, eine globale Geschichte zu machen. Weil gerade im Falle der Nation ist die Tatsache, wie man von anderen gesehen wird, ganz entscheidend dafür, wie man sich selbst sieht. Und die anderen kommen hier nicht vor. Die Russen, die Franzosen, die Briten, sie kommen vor in dem Teil über die Aufklärung, da kommt das vor, wie Deutschland von außen gesehen wird. Und dann ist es weg. Es taucht nicht auf
Und der letzte Teil, wo es um die Bundesrepublik geht, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber man kann nicht über die deutsche Nation schreiben, die DDR weglassen. Ja, das funktioniert einfach nicht. Da hatte man das Gefühl, jetzt muss er irgendwie fertig werden mit dem Ganzen. Kurzum, was ich damit sagen will, der erste Teil ist sehr gut, den habe ich mit großem Gewinn und Vergnügen gelesen, aber dann gerät die Nation aus dem Blick. Sie verschwindet faktisch und das Buch verwandelt sich in eine Geschichte von was auch immer, von Deutschland im Ersten Weltkrieg, vom Holocaust, von den Nazis, aber denn die Nation, die fällt weg und die spielt keine Rolle mehr. Er hätte sich möglicherweise 2, 3 Protagonisten verschiedener Natur, unterschiedlicher Natur heraussuchen müssen, an denen er das hätte problematisieren können, wie sich die Selbstwahrnehmung der Nation über die Zeit veränderte. Das zerfasert das Buch am Ende. Und das ist schade, weil der erste Teil gut ist. Er hätte es bei der Hälfte belassen sollen, dann hätte man das Buch zufrieden zugeklappt und gesagt, jetzt habe ich etwas gelernt darüber, wie Nationen entdeckt werden, wie das besonders in Deutschland war. Aber ich brauche nicht 50 Seiten über die Einsatzgruppen und über Treblinka, wenn mir das nichts darüber erklärt, was die deutsche Nation jetzt ist. Ja? Und das ist mein Problem mit dem Buch. Ich glaube, dass es am Ende eine Fehlkonstruktion ist, dass sich die Erzählung, die ja zu Anfang beginnt, nicht durchhalten lässt. Ich würde da gern anschließen und das eine unterstützen. Also mir fehlt gerade, wenn es um die 30er, 40er Jahre geht, nochmal eine trennscharfe Unterscheidung. Wenn Ernst Thälmann 1930 von der nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes redet, später dann in der Sowjetunion das Nationalkomitee Freies Deutschland gegen die Nationalsozialisten gegründet wird und Stauffenberg angeblich mit dem Ruf "Es lebe das heilige Deutschland" erschossen wird, dann will ich doch wissen, woran denken die, wenn sie von Nationen reden. Genau. Und ich finde in diesem Buch kein Material, diese Unterschiede klarzumachen. Und dann ist es natürlich, ich habe es vorhin schon frech dazwischen gequatscht, es ist wahnsinnig beliebt, die DDR wegzulassen. Beim Thema Nation und Nationalismus ist es nicht nur ein ärgerliches Weglassen, sondern es ist eine grundsätzlich falsche Entscheidung. In der DDR gab es ein viel positiveres Verhältnis zur Nation, zur Nationalkultur und allem, was das Nationale betrifft, als in der Bundesrepublik. Also es wäre für dieses Thema viel interessanter gewesen, über die DDR zu schreiben. Aber es wäre am Ende, wenn er das durchgehalten hätte, wären es 3 Bände geworden. Ja. Wegen der Quellendichte, wegen des Umfangs. Also sich vorzustellen, sich darüber klar zu werden, was denn Deutschland für die unterschiedlichen Deutschen in der NS-Zeit bedeutet hat, da hätte er ein ungeheures Material ausbreiten müssen, um das, was er zu Anfang des Buches unternimmt, am Ende fortzusetzen. Ich glaube, das hat er instinktiv gespürt. Ich muss jetzt zu Ende kommen und jetzt mache ich eine Geschichte Deutschlands, aber ich mache keine Geschichte mehr der deutschen Nation. Und daran krankt das Buch ein wenig. Genau an dieser, man hätte sich darüber klar werden müssen, wenn man das bis in die Gegenwart beschreiben möchte und das durchhalten will, dann braucht man dafür mehr als 600 Seiten. Das ist kein Plädoyer dafür, 3 Bände zu schreiben, aber man hätte es bei einem belassen können. Man hätte viel verstanden. Ich muss euch sagen, ich finde das, ich teile einfach euer Argument nicht, zu sagen, der muss eine Definition vorher liefern, an der er sich sozusagen kartografisch abarbeitet und dann immer wieder Maß nimmt, sondern das Thema des Buches ist doch genau die Frage, wie definiert sich Deutschland als Nation? Und zwar bevor es nationalistisch wird und nachdem es nationalistisch wird. Naja, nun, dann hätte man... Das heißt, das wäre doch, wie wenn ich sagen würde, ich schreibe eine Literaturgeschichte, ich definiere einmal, was Literatur ist und jetzt ziehe ich das durch über 7 Jahrhunderte. Nun hat das funktioniert aber nicht, weil Literatur in sich jeweils einen anderen Begriff von sich hat. Ich will es mal an einem Beispiel... Und das ist das, was er, glaube ich, will. An einem Beispiel deutlich machen. Er erwähnt ja den Willi Kohn, den Rechtsanwalt, den jüdischen, der Tagebuch schreibt und der ganz lange nicht begreifen will, dass er von den Nazis nicht mehr gewollt ist. Der begreift sich als Deutscher in einem ganz bestimmten Sinne dieses Wortes, nämlich definiert über Sprache und Kultur, als ein Kulturdeutscher. Also über Kultur definiert, nicht als Staatsbürger. Die Nazis haben aber einen ganz anderen Begriff. Ob sie überhaupt einen Begriff vom Deutschen haben, ist noch die Frage. Ob der Rassismus überhaupt einen Begriff von der Nation hat. Hier hätte er das entfalten müssen.
Er hätte den Stauffenberg, den Jens Bisky gerade erwähnt hat, Willi Cohn, die jüdischen Nationalisten, die im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, die verschiedenen Möglichkeiten, Nationen zu sehen. Und diese Möglichkeiten waren in den 30er Jahren sehr vielfältig. Davon sieht man hier nichts. Nach 1945, wie Jens Bisky auch gerade richtig gesagt hat, das positive Verhältnis vieler Ostdeutscher zur Nation. Ich meine, das war im Grunde auch für die SED eine Kompensation dafür, dass dieses Regime zunächst nicht besonders populär war. In Polen war das ähnlich, dass man ihnen die Nation angeboten hat als eine Identifikationsmöglichkeit. Darum geht es doch am Ende. Es geht um die Nation. Es geht nicht um die Geschichte Deutschlands. Und das gerät aus dem Blick. Und das wäre aber ein gigantisches Unterfangen gewesen, das zu machen. Das ist ja auch ein gigantisches Buch. Ja, das ist ein gigantisches Buch. Aber ich habe doch schon im ersten Teil verstanden, was es heißt, wie eine Nation entdeckt wird. Das muss ich ja nicht über einen Zeitraum von 300 Jahren beschreiben. Man hat es ja irgendwann verstanden, was das Problem ist. Dass das ein Elitenprojekt ist, das sich nach unten fortsetzt. Gut, aber wir können ja jetzt nicht... Sie lesen es einfach mal. Ja, Sie lesen es. Man bekommt auf jeden Fall sofort Lust, in die Bibliothek zu rennen und sich alte Kartenwerke anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Tja, also das nächste Buch, Georg von Wallwitz, die große Inflation, als Deutschland wirklich pleite war, würde ich jetzt dann charakterisieren nach dieser für mich überraschend verlaufenden Diskussion als das quasi Gegenteil dessen, was wir gerade vor uns hatten. Also wenn wir gerade, wenn eure Kritik an Walter Smith ist, dass er im Grunde genommen die Form verliert, die These verliert und da aber unendlich viel Material sozusagen in diesem Beutel Platz hat, der sich immer wieder neu ausbeult, dann muss man sagen, würde ich denken, hier ist das Gegenteil der Fall. Da tritt jemand an mit einer ganz klaren These, sagt hier die große Inflation, als Deutschland wirklich pleite war, und schreibt ein Essay erkennbar für die Gegenwart und sagt so, Deutschland unterscheidet sich von anderen Nationen, vor allen Dingen in Europa, als die Verhinderung der Inflation als Staatsaufgabe begriffen wird. Das ist das, was die Deutschen am meisten fürchten, und deswegen hat die Bundesbank hier so eine große, starke Autorität, und deswegen zittern immer alle, wenn es heißt, wir haben eine Inflation von 0,3 Prozentpunkten und denken, müssen Sie jetzt zur Sparkasse laufen und Ihr Guthaben abholen. Und Georg von Wallwitz ist kein Historiker, sondern Wirtschaftswissenschaftler und Mathematiker und arbeitet als Vermögensberater und guckt die Sache aus dieser Perspektive auch an, was es zum Teil sehr amüsant macht, weil er eben auch immer wieder uns daran erinnert, dass wir uns noch verhalten, wie es vor 100 Jahren angemessen gewesen wäre, oder vielleicht nicht gerade vor 100 Jahren, weil da war es ja mit der Inflation besonders schlimm, aber sagen wir 15 Jahre später, Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Sparbücher, Grundstücke, aber bloß keine Aktien. Und die eigentlich weiß man in Deutschland, dass es ein Fehler ist, aber die Deutschen lassen sich nicht überzeugen, sondern sie bleiben bei dieser Idee von Hebbe kommt vom Halde und es muss irgendwie was Fassbares sein und so Papierkram, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und die Idee, dass das Geld nicht an den Goldstandard gebunden ist, also dass die Frage, ob Geld funktioniert, eine Vertrauensfrage ist, ein kommunikatives Geschehen, was nichts damit zu tun hat, wie viel Geld die Bundesbank gelagert hat oder wie viel Gold, ja, dem Geld, der Geldmenge entspricht. Das ist eigentlich auch seit zig Jahren bekannt und wird immer wieder in seriösen Medien geschrieben, aber man will es sozusagen nicht glauben. Und Wallwitz macht mit diesem Essay, der in der Hinsicht das Gegenteil von Walter Smith ist, weil der total stringent und straight ist und sagt, ich definiere, was ist Inflation, ich definiere meinen sozusagen Berichtszeitraum und ich spiele das jetzt genau durch und versuche, das ist sozusagen der pädagogische Aspekt dieses Essays, ich versuche euch klarzumachen, das, was ihr mit der Inflation verbindet in Deutschland, unterliegt einerseits einer historischen Unschärfe, da ist nämlich das tatsächliche inflationäre Geschehen von 1914 bis zur Spitze 1923, also als man in die Tram einstieg und als man am Ende war, noch nachzahlen musste, weil in der halben Stunde dazwischen das Ticket sich entwertet hat. Dieses 1923 wird in der kollektiven historischen Erinnerung überblendet mit der Weltwirtschaftskrise sechs Jahre später.
1929. Und daraus entsteht so eine Art Elendspaket und das macht die deutsche Geldpolitik im Grunde irrational. Das ist der pädagogische Tenor dieses Buches. Und dann geht er sozusagen diese entscheidenden Jahre 1914 bis 1923 einerseits detailliert und andererseits absolut stringent durch, indem er jeweils erzählt, was war historisch los und indem er vier Figuren hat, naturgemäß Männer, die die Geschicke der Wirtschaft in dieser Zeit bestimmt haben. Soweit erstmal. Ich bekenne mich jetzt als Georg von Wallwitz-Fan, seitdem ich Odysseus und die Wiesel gelesen habe, eine fröhliche Einführung in die Finanzmärkte. Sie erinnern sich, so um 2008 folgende gab es eine Finanzkrise und da erschien dann dieses Buch und der erzählte sehr witzig, sehr allgemein verständlich, wie das funktioniert auf den Finanzmärkten. Ich habe aus dem Buch viel gelernt. Und seitdem Aktien, hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt aber nicht sagen, welche. Nein, das muss man für sich behalten, das ist klar. Nee, die einfachsten und peinlichsten, die es gibt. Das vorausgeschickt. Und ich habe dieses Buch auch sehr gern gelesen, weil er eine Geschichte der Inflation erzählt. Und am Ende gibt er dann auch wieder, ich sage nicht Anlagetipps, aber Tipps, ruhig zu sein. Er hat im Grunde eine These und die These ist, zu einer richtig schlimmen Inflation kommt es in schwachen Staaten, nicht in starken Staaten. Es ist im Grunde eine politische Frage. Ich weiß nicht, ob sich das halten lässt, dazu kenne ich mich in der Finanz- und Inflationsgeschichte zu wenig aus. Würde jetzt auch fragen, was verrät uns das etwa über die heutige Türkei, wenn wir so darauf schauen, die eine hohe Inflation hat, ist das deswegen ein schwacher Staat? Ich weiß es nicht. Aber das ist die These, die er hier durchführt. Er hat ein großes Talent, Leute zu porträtieren. Er findet dann etwa beim englischen Botschafter in Berlin so einen Satz, also die sind alle verrückt, ungefähr, und es müssen erst vier Leute sterben, bevor in Deutschland die Währung wieder stabil werden kann. Helferich, Stinnes, Rathenau und Havestein, der damals Chef der Reichsbank war. Und dann werden die porträtiert, da gibt es für mich der Höhepunkt des Buches, ein sehr schönes Doppelporträt von Stinnes, dem Unternehmer, der damals alles zusammengekauft hat, was nicht nied- und nagelfest war, um alles, was man zum Erzeugen irgendwelcher Güter braucht, in einer Hand zu haben und Walter Rathenau, der AEG-Erbe und dann Außenminister war und nebenher einer der wirklich interessanten Schriftsteller seiner Zeit. Das finde ich gut. Seine These und interessant und gut gemacht. Seine These, was die Gegenwart betrifft, überzeugt mich nicht. Und zwar nicht finanzpolitisch oder sondern mentalitätsgeschichtlich. Ich spüre bei mir überhaupt keine Inflationsangst. Wir sind jetzt irgendwie. Wir haben ja auch kein Geld. Bei 5% oder so. Also, das in meinem Bekanntenkreis und da, wo ich herkomme, prägende Thema ist immer das Kriegsende 45 gewesen. Und nicht die Inflation. Das kann woanders anders sein, aber ich glaube nicht, dass das bis heute so stark nachhalt. Und wenn, dann über viele Vermittlungsschritte. Und ich war zum Jahreswechsel in Polen, da ist die Inflation jetzt bei 8%, die sind irre besorgt. Also das ist nicht so, dass das eine deutsche Spezialität sei. Aber er hat einen, und damit will ich auch aufhören, sehr schönen Schlusssatz jede Inflation hat eine andere Entstehungsgeschichte, aber sie enden alle gleich in harter Arbeit für wenig Geld. Und ich glaube, das ist wirklich eines der unterhaltsamsten, klügsten und besten Bücher, die ich
im letzten Jahr gelesen habe. Das habe ich unglaublich gern gelesen. Ist sehr einsichtig. Der kann auch gut schreiben. Gut, er ist kein Historiker. Der kann sehr gut schreiben. Das ist ein wunderbares Buch. Die These ist, glaube ich, nicht, dass Inflation dort entsteht, wo Staaten schwach sind. Das Argument lautet, dass jetzt zum Beispiel die ganzen Fantasien der Linken, der Gewerkschaften, der SPD nicht realisiert werden konnten, das Vermögen zu verstaatlichen. Warum? Weil die Verstaatlichung dazu geführt hätte, dass der Alliierten vielleicht die Finger auf das Staatsvermögen hätten legen können. Also ging auch das nicht. Und der Entschluss, der dann gefasst wurde, die verschiedenen Gruppen zu bedienen, also den öffentlichen Dienst nicht sozusagen zu verschlanken, sondern ihn auch noch zu vergrößern, die Reichsbahn zu subventionieren, großzügig Löhne auszuzahlen, hat dazu geführt, dass sich die Inflationseffekte verstärkt haben. Und dann als Letztes, was man noch lernen kann, ist, das hat mir besonders gut gefallen, da würde ich Jens Bisky recht geben, die Porträtierung dieser vier Männer, die entscheidenden Figuren waren. Hugo Stinnes, der Großindustrielle, der ein Inflationsgewinner war, der Kartelle gebildet hat und sehr reich wurde in der Inflation. Dann Matthias Erzberger, der Zentrumspolitiker, Walter Rathenau und der konservative Helferich. Das sind diese vier Figuren, die da auftauchen. Womit er aufräumt, das fand ich auch sehr interessant, aber muss man noch mal nachdenken, er räumt mit dem falschen Urteil auf, Inflation seien also Vorgänge, die die Armen treffen. Sagt, im Gegenteil, die Inflation führte dazu, dass die sozialen Gegensätze nivelliert wurden. Es war gerade der Mittelstand, der gehobene Mittelstand, die Leute, die ein bisschen was besaßen, die alles verloren und die am Ende, denen ging es dann nicht besser als den Arbeitern. Insofern ging es den Leuten nicht gut, das ist klar, aber es gab sozusagen eine soziale Nivellierung und er sagt auch, die Kommunisten und die Nazis haben 1923, 24 bei den Wahlen ganz schlecht abgeschnitten. Und ja, erst in der Weltwirtschaftskrise von 29 kam der große Durchbruch. Und da erklärt er eben, durch eine Deflation entstand also die Arbeitslosigkeit, die Massenarbeitslosigkeit, nicht durch die Inflation. In jedem Fall ist das ein kurzweiliges, extrem lehrreiches und sehr kluges Buch, vor allen Dingen für Leute, die nichts von Ökonomie verstehen. Den wird das hier so erklärt, dass sie es begreifen können. Also ich kann das wärmstens empfehlen, mir hat das sehr gefallen. Ja. Niklas Luhmann, Die Grenzen der Verwaltung, bei Surkamp erschienen. Niklas Luhmann, Klassiker der Soziologie, war, als er das schrieb, noch das, was man Verwaltungswissenschaftler nennen könnte. Jetzt habe ich schon was Falsches gesagt. Ein Buch unter dem Titel Die Grenzen der Verwaltung hat Niklas Luhmann nämlich nie geschrieben. Das haben die Herausgeber aus dem Nachlass zusammengestellt und der Titel ist auch nicht von Luhmann. Johannes F. K. Schmidt und Christoph Gesigora haben das herausgegeben. André Kieserling hat dann noch mit Herrn Schmidt zusammen ein instruktives Nachwort geschrieben. Worum geht es in dem Buch? Es geht darum zu verstehen, was Verwaltung ist. Und dann beginnt das wie eine mustergültige wissenschaftliche Abhandlung. Dann sagt nämlich Luhmann, ja, da beschäftigt sich die Politikwissenschaft damit, die kann aber nicht das Ganze erfassen. Die Psychologie beschäftigt sich damit, die denkt vom Einzelnen her, das hilft uns nicht weiter, die Soziologie hilft uns nicht. Alles, was es da an Deutungsansätzen gibt, ist zu kurz und dann entwickelt er seinen eigenen Ansatz und der geht in etwa so, dass
man die Verwaltung als ein System begreifen muss, das sich stabil erhält an mehreren Grenzen zu seiner Umwelt. Die erste Grenze, das ist also nicht nur, weil ich nicht alle drei auf einmal nennen kann, das ist keine Reihenfolge oder Rangfolge. Die erste Grenze ist die zur Politik, die zweite Grenze ist die zum Publikum, dazu gehören also Bürger und andere und auch Lobbyisten. Und die dritte Grenze ist die zum eigenen Personal. Und an jeder Grenze drohen Gefahren. Es kann sein, dass die Politik versucht, etwas durchzusetzen, was vielleicht dem Recht oder den Interessen des Publikums widerspricht. Es kann sein, dass ein Angestellter der Verwaltung oder ein Beamter persönlichen Ehrgeiz entwickelt und aus diesem ungeheuren persönlichen Ehrgeiz heraus Projekte beginnt, die den Gesamtablauf stören. Und es kann natürlich sein, dass das Publikum, denken Sie an Kommunalverwaltung, irgendwie hingeht und sagt, du Franz, du bist bei der Verwaltung, ich bin doch dein Cousin, also so und so machen wir das. Wie reagiert Verwaltung darauf? Sie hat genau dadurch ungeheuer große Freiheit, weil sie an allen drei Grenzen agiert und nicht nur an einer, wie etwa Unternehmen. Und das erklärt Luhmann sehr schön. Im Nachwort kann man nachlesen, dass diese Begriffe, die er hier prägt, da geht es dann um Erwartung, Entscheidung, System und Funktion, in seiner späteren Sozialtheorie, Soziologie eine ungeheuer wichtige Rolle spielen. Ich habe das aber nicht gelesen, um herauszufinden, wie Luhmann dann in den 80er Jahren zu den sozialen Systemen und allem Möglichen kam, sondern wirklich aus Interesse für Verwaltung. Und er hat diese großartige Art, knappe, trockene Sätze zu schreiben. Einer meiner Lieblingssätze, selbst ausgesprochen dumme Einfälle haben das Recht auf höfliche Widerlegung. Man könnte noch viel dazu sagen, ich habe auch Zweifel, aber ich würde gern erst mal wissen, was, wie euch das Buch gefallen hat oder wie ihr es gelesen habt. Also mir geht es bei Luhmann eigentlich immer gleich. Ich versuche sozusagen, ich hangel mich von Pointe zu Pointe und bin immer wahnsinnig froh, wenn sozusagen der Absturz ins Konkrete kommt. Ich habe hier so zum Beispiel, da geht es, also eine Sache, die ich noch hinzufügen würde, er definiert dann Verwaltung so, dass er sagt, die Aufgabe der Verwaltung besteht darin, dass sie verbindliche Entscheidungen ermöglicht. Also die Verwaltung muss ein Regelwerk verabschieden, an das sie sich selber hält. Und das, was wir von Verwaltungen erwarten, ist Verbindlichkeit, und zwar die Einzelfälle aushält und kategorisiert. Und diese Art von Sachlichkeit beruhigt uns, weil wir wollen zwar einerseits fair behandelt werden, aber wir wollen auch das Gefühl haben, dass wir in ein Prozedere geraten, was zu uns nicht schlechter ist als zu anderen. Und diese Art von Neutralität ist das, was wir als Publikum erwarten. Aber die Aufgabe von Verwaltung ist eben die Vorbereitung, Herstellung verbindlicher Entscheidungen. Und dann geht es weiter. Dies ist natürlich nur eine abstrakte Kennzeichnung und zudem eine solche, deren Gegenstand schwer sichtbar zu machen ist. Wer ein Verwaltungsgebäude betritt, sieht Leute den Flur entlang gehen, Akten heraussuchen und bearbeiten, telefonieren, auf die Uhr schauen, Butterbrote essen. Und mit diesem Butterbrote essen sind wir natürlich auch sofort in der Phase, wo dieses Buch geschrieben wurde, nämlich 1963. Es geht also nicht nur um Entscheidungen, steht noch der Satz danach. Es geht nicht nur um Entscheidungen. Genau. 1963, als die Leute sich noch Butterbrote mit in die Verwaltung genommen haben. Und man sieht eben, dass Luhmann sozusagen diese Erfahrung in der Verwaltung hatte und diese Anschauung. Und ich warte immer wieder auf diese Sätze, weil ich dazwischen, muss ich sagen, wenn ich in der entsprechenden Verfassung bin, kann ich in so eine Art psychedelischen Rausch geraten. Wenn ich nicht in der entsprechenden Verfassung bin, weiß ich tatsächlich nach drei abstrakten Sätzen nicht mehr genau, wo wir jetzt eigentlich sind. Und ich bin gespannt, ob bei dem, was von dir kommt, wir noch sozusagen zu dem
was du gesagt hast, also das, wir haben hier das Schaukeln der Dinge, wir haben hier sozusagen den, die Verwaltung als abstrakte Entität und wir haben diese 3P, an denen sie sich abarbeitet, das Personal, die Politik und das Publikum. Und dazwischen sozusagen muss die Verwaltung sozusagen jonglieren und in dieser Abgrenzung findet sie sich selbst und erhält sich funktional, weil eben das Gleichgewicht der Kräfte gehandhabt werden kann. Und dem würde ich zustimmen, würde ich sagen, das ist das, was ich gelesen habe. Warum ich dafür aber 240 Seiten lesen musste, ist mir jetzt nicht mehr erinnerlich. Ich fange auch mal mit meiner Lieblingsstelle an, weil die führt dahin, was ich sagen will. Das ist auf Seite 125. Verwaltungen sind zwar auf eine Information durch ihr Publikum angewiesen, aber auf das Herausziehen der benötigten Informationen kann sich der Kontakt normalerweise auch beschränken. In aller Regel reicht schriftlicher Verkehr dazu aus. Dass jemand persönlich in eine Behörde zitiert wird oder in sie eindringt, ist ein Ausnahmefall. Und selbst wenn das geschieht, wird er normalerweise an einer Stelle abgefangen, ohne dass er alle die sieht, die an der Entscheidung mitwirken oder gar den, der das letzte Wort hat. Über sein Erscheinen wird ein Aktenvermerk angefertigt. Denn nur in dieser Form kann sein Dasein Entscheidungsgrundlage werden. Der normale Dienstbetrieb ist jedoch darauf abgestellt, dass solche Störungen möglichst vermieden werden und dass nicht etwa zu jeder Akte eine Person erscheint. Ja, das ist... Das ist der grandiose Luhmann-Humor, den ich wahnsinnig schätze. Dazwischen ist es zäh, es ist der Luhmann-Jargon der späteren Systemtheorie, den man hier schon entdecken kann. Es gibt ja diesen berühmten Satz, den ich immer gern zitiere, weil er eben auf Russland nicht zutrifft, von dem berühmten Soziologen Georg Simmel. Es sei das Charakteristikum der Bürokratie, dass man sie nicht töten könne. Und das ist ja ein kluger Gedanke, den Luhmann wieder aufgreift. Es hat gar keinen Sinn, mit einer Maschinenpistole in eine Behörde zu gehen, weil dort verbindliche Entscheidungen ohne Ansehen der Person getroffen werden. Das ist das Kennzeichen der modernen Bürokratie. Und das ist im Grunde, was Luhmann beschreibt. Dort gibt es Verfahren, die sind eingespielt. Sie funktionieren aber nur deshalb, weil alle Beteiligten, die außerhalb der Behörde sind, wissen, dass die verbindlichen Entscheidungen Erwartungen erfüllen, die man hat. Und man geht mit bestimmten Erwartungshaltungen hinein und wenn die nicht enttäuscht werden, ständig, diese Erwartungshaltungen, dann stellt sich ein Konsens durch dieses Handeln ein. Und am Ende können Politiker, die jetzt einen Beamten bestechen wollen, können das zwar machen, das gelingt hin und wieder auch, aber der Beamte muss anschließend das regelhaft begründen. Warum das, was er jetzt entschieden hat, den Erwartungen entsprechen soll. Sonst wird das nicht funktionieren. Sonst ist es kriminell und dann funktioniert es nicht. Und Luhmann glaubt also, dass Systeme sich stabilisieren, indem Erwartungen, gegenseitige Erwartungen, einander bestätigt und stabilisiert werden. Das ist so seine These. Das Problem, das aber entsteht, und dafür hat Luhmann gar keinen Blick, nämlich für das Individuum. Das Individuum spielt bei ihm ja keine Rolle, weil die Individuen in den Systemen Rollen übernehmen. Und in diesen Rollen müssen sie funktionieren. Ihn hat mal ein Kollege an der Humboldt-Universität, der mal den Luhmann als Doktorand kennengelernt hat, in den 70er Jahren hat es mal gewagt, Herrn Luhmann bei einem Mittagessen anzusprechen und ihn zu fragen, Herr Professor Luhmann, ich würde gerne von Ihnen mal wissen, woher das System eigentlich weiß, was es tun soll. Und Luhmann hat darauf geantwortet, mein Junge, darüber hat das System noch nicht nachgedacht. Ja, und daran sieht man aber, dass dieses Problem für Luhmann kein Problem war. Und wir werden nachher sehen, wenn wir uns über Boris Savinkov unterhalten, dass tatsächlich Leute der Auffassung waren, man könne Menschen töten und damit ganze Systeme verändern. Und dafür hat er keinen Blick. Also er hat keinen Blick dafür, dass das Publikum, das außen ist, überhaupt nicht versteht, was die Behörde macht und auch kein Vertrauen dazu hat. Also Gesellschaft, es gibt ja Gesellschaften, die haben verfasste Bürokratien, aber die Bauern leben in einer anderen Welt. Und dann entsteht ein Problem. Aber diese Probleme interessieren ihn nicht. Luhmann interessiert sich für reibungslos funktionierende Räderwerke. Dafür interessiert er sich. Aber er interessiert sich nicht, wie Carl Schmitt sagen würde, für den Ausnahmefall.
Also für das Wunder, das dann plötzlich eintritt. Ja, das interessiert ihn nicht. Könnte ein Grund sein dafür, dass Luhmann kein Exportschlager war. Ja, natürlich. Weil er tatsächlich über eine Verwaltung, sozusagen in einer Verwaltung geforscht und gearbeitet hat, die relativ reibungslos funktioniert hat. Mich würde interessieren, wenn ich das in einer russischen Behörde vorlese. Genau, das wäre natürlich ein Witz. Ja, natürlich. Also er hatte es ja tatsächlich mit einem Publikum zu tun, was geklagt hat. Und in dem sozusagen wie wir auch, also das Bürokratie und die Klage über Bürokratie sind ja zwei Seiten derselben Medaille, aber das bewegt sich eben in einer gewissen Balance. Und diese Balance ist nicht gestört worden in seiner Lebenszeit. Genau. Das heißt, er hat sich tatsächlich für das funktionierende System interessiert und nicht für das kollabierende. Und damit ist er wahrscheinlich kein Exportschlager geworden, weil das ist die Fürs Ausgabe. Kollabieren sind Historiker zuständig, ja, würde ich sagen. Für das Kollabieren hätte er kein Theorieangebot. Und das ist, glaube ich, das Problem mit Luhmann. Wenn einen die Frage interessiert, warum Dinge nicht mehr funktionieren, dann haben diese Systemtheorien, da kommen sie an Grenzen. Weil das Leben wird dann doch nicht durch das immerwährende Recht strukturiert, sondern dann auch einmal durch den Amokläufer oder über den Irren oder über den Diktator definiert. Und dafür hat er keinen Blick. Also wie Systeme zusammenfallen. Das ist im Grunde von heute auf morgen all diese Erwartungssicherheiten, die man damit verbindet, weg sind. Dass sie plötzlich weg sind. Gibt das solche Situationen? Die Situationen haben ihn nicht interessiert. Aber ich finde es dann doch ganz großartig, und das ist von 63, 64, dass er sagt, also wer will, dass die Politik und nur das Recht über Verwaltungshandeln entscheidet? Oder wer will, dass die Verwaltung vor allem auf den einzelnen Menschen und den Bürger zugehen soll? Oder wer will, dass Verwaltung allein sich um ihr Personal kümmern soll? Der zerstört Verwaltung. Ganz genau. Genau in diesem Dreieck nur kann sie funktionieren. Ja, ja. Ich muss jetzt den Pedanten geben. Luhmann sagt zwar hier, irgendwo Konsequenz ist nicht Sache des täglichen Lebens. Aber ich muss jetzt mal auf so eine philologische Bauchschmerzen kommen, die ich mit dem Buch habe. Ich habe schon gesagt, er hat nie das Buch Die Grenzen der Verwaltung geschrieben. Jetzt haben sie einen anderen Titel bei Suhrkamp gewählt, von mir aus. Er hat aber geplant, eine allgemeine Theorie der Verwaltung zu schreiben. Faksimile des Plans ist auf Seite 220. Er hat da Teil 1 und Teil 2 und einen Teil von Teil 3 geschrieben. Und diesen Teil aus Teil 3, den haben die Editoren, und ich weiß nicht so richtig, habe nur Vermutungen, an irgendwie jetzt an den Anfang des Buches, da Teil 1, wo er sachlich hinpasst, hingetan. Mir ist bei solchen Entscheidungen immer unwohl, weil ich zumindest aus der Philologie weiß, dass in 20, 30, 40 Jahren die Leute sagen werden, um Gottes Willen, bei solchen Entscheidungen ja immer eine bestimmte Interpretation dessen, was Luhmann hat sagen wollen, zugrunde liegt, und das ändert sich oder kann sich im Laufe der Zeit ändern. Insofern finde ich das... Sie haben es nicht verhandelt, sondern Sie haben es offen. Hätten es einfach hintereinander wegdrucken sollen. Also damit man diesen Status des Unfertigen auch hat. Aber gut, vielleicht bin ich da auch zu pedantisch und sollte in der Verwaltung anfangen. In jedem Fall lohnt es sich, das Buch zu lesen. Ich würde es nicht also mit in die Badewanne nehmen. Es hat sich gelohnt, euch zuzuhören, genau. Sagen wir es so. Ja. Monika Helfer. Vorletztes Buch, genau. Unser einziger literarischer Titel heute, Monika Helfer, Löwenherz, erschienen bei Hansa vor 3 Tagen. Der dritte Teil einer Familientrilogie von Monika Helfer, die 1947 geboren ist und schon Jahrzehnte schreibt, aber eigentlich erst einem breiten Publikum bekannt geworden ist mit dem Familienroman Die Bagage, der vor, glaube ich, 4 Jahren erschienen ist. Dann kam Fatih 2021 und jetzt, also sehr kurz danach, kommt dieser Roman, erkennbar über ihren Bruder. Also sie erzählt von sich, von ihrer Familie. Wer die anderen beiden Bücher gelesen hat, ist sozusagen ganz gut im Personal drin. Das ist aber auch überhaupt nicht nötig. Man kann dieses Buch voraussetzungsfrei so lesen, ohne
die anderen Bücher zu kennen. Und wenn ich mal, sagen wir mal, es hoch aufhängen will, würde ich sagen, der Eigensinn des Ästhetischen ist hier total eingelöst. Sie erzählt von einem Menschen auf eine literarische Weise und die Plausibilität dieser Biografie, die mit 30 Jahren durch einen Suizid beendet wird, die Plausibilität dieses Bruders ist ein rein literarisches Phänomen. Sie legt überhaupt keinen außerliterarischen Maßstab an. Es gibt keine Psychoanalyse, es gibt keine sozusagen erkennbare Sozialstruktur, es ist nicht embedded. Es gibt dieses bleibende Rätsel, warum hat dieser junge Mann den Tod gesucht, und dieses Rätsel wird umkreist und immer wieder ansatzweise beschrieben, vielleicht sogar gelöst, aber nur durch Sprache. Das heißt, entweder man liest dieses Buch und lernt diesen freundlichen, etwas taugenichtsigen, verträumten Bruder kennen und als literarische Figur schätzen, oder eben nicht. Aber man kann aus dieser Beschreibung eines Lebens nichts mit herausnehmen, was jenseits der Literatur Geltung hätte, und das würde ich als Kompliment verstehen, weil alles andere könnte man eben in andere Genres fassen. Ja, also ich habe es gern gelesen. Das ist ja das zweite Buch, das wir von ihr hier im TZ lesen. Das erste, da waren wir uns damals ja auch einig, hat uns gut gefallen. Und dieses hat mir eigentlich auch gut gefallen, weil sie eine Sprache entwickelt für das, was sie beschreiben will. Also sie hat ein Händchen für die Familiengeschichten. Sie hat ein Händchen dafür, ihre eigene Geschichte und die ihres Bruders in Literatur zu verwandeln. Das gelingt ihr, das macht sie gut. Sie kann Stimmungen beschreiben, und sie kann diesen kauzigen Bruder, der, das darf man ja vielleicht verraten, ohne das Ende vorwegzunehmen, dem also eine Frau begegnet, mit der er kurz Kontakt hat, und die dann ihr Kind, das sie nicht selbst aufzieht, bei ihm abstellt. Und in dieses Kind verliebt sich der Bruder, der junge Mann. Und es gibt so eine Dreiecksgeschichte zwischen dem Hund, diesem kleinen Kind und diesem Mann. Und das beschreibt sie auf ganz wunderbare Weise. Es passiert eigentlich nicht viel in diesem Buch. Dieses Buch ist atmosphärisch. Es ist ja auch kurz, also man hat es schnell gelesen. Es ist kein Satz zu viel in diesem Buch. Man kann jetzt leider nicht verraten, wie das ausgeht. Dann ist die Spannung einfach weg. Deshalb mache ich das jetzt nicht. Erzähle ich nicht, also wie die Geschichte ausgeht. Aber es ist eine Geschichte eines merkwürdigen, kauzigen jungen Mannes, der wie die Erzählerin auch in einfachen Verhältnissen nach dem Krieg aufgewachsen ist und dem diese doch sehr merkwürdige Geschichte mit dem kleinen Kind passiert, das bei ihm abgestellt wird und um das er sich liebevoll kümmert. Und daraus entwickelt diese Geschichte einen richtigen Sog. Also ich habe das in einem Zug durchgelesen und mir hat das sehr gefallen. Ich kann das nur empfehlen. Das ist ein sehr schönes Buch. Ein Stimmungserzeugungsbuch. Und sowas gefällt mir eigentlich immer. In dem Fall auch kein Satz überflüssig ist, auch das schätze ich. So war mein Bruder Richard. Er dachte beim Gehen ans Liegen, beim Sitzen ans Liegen, beim Stehen ans Liegen, sogar beim Fliegen dachte er ans Liegen, dachte immer ans Liegen. Er schlenderte vor sich hin auf seinen verqueren Beinen, wohin sie ihn eben führten. So fängt das an, und ich zumindest war dann sofort hineingesogen in die Geschichte. Ich habe mich dann zwischendurch gefragt, warum glaube ich das alles? Weil dieser Richard, der läuft ein bisschen seltsam und erzählt ständig Geschichten, die nicht stimmen. Schmähtandler nennt man ihn deswegen dort im Vorarlberg. Ist jemand, dem die Kreaturen zulaufen? Also Hunde, Frauen, Männer, Kinder, alle sind irgendwie begeistert. Und dem geschieht irgendwas, wenn man das in einem realistisch sein wollenden Fernsehfilm sehe, würde man denken, ihr spinnt und übertreibt.
jetzt ist mal gut. Lauter unwahrscheinliche Ereignisse. Man glaubt das hier sofort. Und das schafft sie, weil sie ihn im Grunde wie einen Märchencharakter schildert. Und alle anderen Personen werden nur in der Begegnung mit ihm und durch die Berührung mit ihm lebendig. Und stärker als in den früheren Büchern spielt sie, also in Bagage und Fati, spielt sie selber als Autorin eine Rolle, die sich fragt, wie schreibe ich das? Habe ich damals was falsch gemacht? Ich darf jetzt auch, will nichts verraten, nicht sagen, was sie da anders machen können. Sie fragt ihren Mann, auch einen Schriftsteller, Michael heißt er hier im Buch, du hast ihn doch gekannt, übertreibe ich jetzt, kann ich das so erzählen, sollte ich eine Sexszene reinschreiben und lauter solche Sachen. Und das ganz, also mit sehr vielen, finde ich, literarisch überzeugenden Einfällen, aber nie so, dass man denkt, ja, nun ist gut, ich habe es begriffen, sondern sie hört dann auch rechtzeitig wieder auf, hat einen ganz großen Sinn für Ökonomie, die man, glaube ich, braucht, um so eine Märchenfigur durch die Welt zu schicken. Ja, ich habe mich irgendwie heiterer gefühlt, als ich es zu Ende gelesen hatte, obwohl die Handlung des Buches keine heitere ist. Ja, der Schluss ist auch nicht heiter. Ja. Aber genau da stellt sich ein, ja. Fand ich auch. Ja, wir sind uns einig, oder? Oder gibt es noch? Ist bitter, aber ja, muss man so stehen lassen. Dann kommen wir zum letzten. Boris Savinkov, Erinnerung eines Terroristen. Das ist jetzt in der Rubrik wiedergelesen. Boris Savinkov, Erinnerung eines Terroristischen, aus Terroristen, aus dem Russischen, übersetzt von Arkadi Maslow, revidiert und ergänzt von Barbara Konrad und herausgegeben in der anderen Bibliothek von Hans Magnus Enzensberger. Ich habe hier die Ausgabe von 1985 und Jens Biski hat die Ausgabe von 1929. Naja. Boris Savinkov, was ist das für eine Figur und warum soll man das eigentlich lesen? Boris Savinkov war der wohl berühmteste Terrorist des Zarenreiches, gehörte der Sozialrevolutionären Partei an, also eine sozialistische Partei, die sich die Befreiung der Bauern auf die Fahnen geschrieben hatte und von einem Bauernsozialismus träumte in der Nachfolge von Bakunin und Lavrov. Dieser Gruppe gehörte er so an und diese Partei hatte eine Kampforganisation. Es gab also sozusagen den legalen Zweig dieser Partei und dann gab es den illegalen, die Kampforganisation, weil die Sozialrevolutionäre schon im 19. Jahrhundert der Auffassung waren, dass der autokratische Staat so schwach sei, dass man seine Repräsentanten einfach nur wegschießen und wegbomben müsse, dann würde sich das große Feld öffnen, auf dem die Volksrevolte sich bahnbrechen könne. Und so ermordeten 1881 die Terroristen der Narodnaya Volja Alexander II. Den Zaren. Leider passierte das dann aber nicht, dass die Bauern sich erhoben, sondern das Gegenteil geschah. Und dem Regime gelang es, die terroristische Bewegung in wenigen Jahren zu ersticken. Und 1902 gibt es einen Neuanfang. Mit diesem Neuanfang kommt also eine andere Form des Terrors in die Welt. Und Savinkov ist einer der Repräsentanten dieser neuen Form, der neuen Form des Terrors, nämlich eine Figur, die absolut zynisch ist. In dem Buch kommen fast überhaupt keine theoretischen Überlegungen vor. Der Sozialismus spielt eigentlich keine Rolle. Savinkov ist ein Abenteurer, ein Dandy, ein manisch-depressiver, einer, der den letzten Kick braucht und sucht. Und er beschreibt in diesen Erinnerungen sehr kühl und lakonisch, wie sie Attentate vorbereiten. Das erste Attentat, das geschildert wird, ist das Attentat auf den Innenminister Vjatcheslav von Plewe 1904. Wo er minutiös schildert, wie sie in einem Hotelzimmer, das sie anmieten, wo er sich als Adliger ausgibt und seine beiden Genossen sein Dienstpersonal sind, also wo sie die Bomben basteln und dann den Innenminister ausspionieren und genau wissen, wann die Kutsche vorbeikommt. Der zweite Mord ist der Mord am Onkel des Zaren, den Großfürsten Sergei Alexandrowitsch, der Generalgouverneur von Moskau war. Und er beschreibt lakonisch und sehr kühl, wie also dieser Kopf von Sergei Alexandrowitsch durch die Luft fliegt und Teile seines Fleisches oben an der
an der Dachrinne des Hauses kleben bleibt, an dem die Kutsche vorbeifährt. Und so geht das weiter. Er beschreibt, wie sie im Dickicht der Großstädte untertauchen, wie sie sehr schnell entkommen, indem sie am nächsten Bahnhof in den nächsten Zug besteigen, wie er ins Ausland reist. Und interessant ist, ganz zu Anfang beschreibt er, wie er Terrorist wird. Und er fährt also nach Genf und dort trifft er den Chef der Sozialrevolutionären Partei, Gotz, und er sagt ihm, ich möchte gerne am Terror teilnehmen. Als er mich sah, sagte er, Sie wollen am Terror teilnehmen? Ja. Nur am Terror? Ja. Warum denn nicht an der allgemeinen Arbeit? Ich sagte, dass ich dem Terror entscheidende Bedeutung beilege. Und so geht das Seite um Seite. Savinkov ist dann später verhaftet worden, er ist zum Tode verurteilt worden, konnte aber entkommen, hat dann in Frankreich ein Leben als Schriftsteller geführt. Er hat also 3 Romane geschrieben, die das Leben des Terrors und des Terroristen zum Thema hatten, die genial sind, die wirklich gut sind, diese Romane. Im Ersten Weltkrieg war er dann in Frankreich. Er kam in der Februarrevolution zurück und betätigte sich gleich wieder mit terroristischen Aktionen, diesmal gegen andere Gegner. Nach der Oktoberrevolution ging er zurück nach Frankreich, aber die Bolschewiken lockten ihn zurück, weil sie wussten, was er für einer war. Sie lockten ihn nach Russland zurück, indem sie ihm einen Spitzel schickten, der ihm verlockende Angebote machte, Terroranschläge in Russland zu verüben. Er wurde gleich 1922 nach dem Grenzübertritt wurde er verhaftet von der sowjetischen Geheimpolizei, vor Gericht gestellt, in einem Schauprozess abgeurteilt und er endete, indem er aus dem 5. Stock der Lubjanka in den Tod sprang, 1924. Das war sozusagen sein tragisches Ende. Im Grunde eine sehr moderne Figur, wie sie bei Bjelli in dem Roman Petersburg vorkommen, also eine Figur des amoralischen, zynischen, dandyhaften Terroristen, der von gar nichts mehr überzeugt ist. Also der nicht mehr tötet, um Märtyrer zu werden, sondern ganz anderen Zielen und Zwecken folgt. Eine sehr, würde ich sagen, eine sehr russische Geschichte. Der Nachteil vielleicht, aber das kann man, glaube ich, nur beurteilen, wenn man die Sprache kann, die Übersetzung ist nicht besonders gut. Und das Glossar hinten, das stimmt im Grunde auch nur die Hälfte. Gut, aber das ist jetzt nicht entscheidend. Die Geschichte ist jedenfalls interessant. Ja, ja. Also zunächst mal war ich habe mich zu spät daran erinnert, dass ich tatsächlich diesen Roman Das fahle Pferd, ja, zu dem du auch ein Essay beigesteuert hast in einer Richtig. Ausgabe, das habe ich aber zu spät festgestellt, den habe ich nicht mehr lesen können, vor Jahren gelesen habe und bei irgendeinem der zahlreichen Umzüge dann doch weggegeben habe. Das heißt was. Ich habe damit dann irgendwie, ich weiß noch, dass es mich beeindruckt hat, aber das war es dann auch. Ich glaube, weil ich den Eindruck hatte, das ist eine Romantik, die ist einfach zu lange her und für mich zu weit weg, da knüpfe ich nicht mehr an. Als ich das jetzt gelesen habe, was mir neu war, habe ich mich erstens an dieser bürokratischen Sprache sehr gestört, habe dann auch nochmal nachgeguckt, festgestellt, dass es sogar von Barbara Konrad, die einen großen Namen hat, als Übersetzerin aus dem Russischen, nochmal durchgesehen wurde. Vielleicht hatte sie zu wenig Zeit. Es ist wirklich kein Vergnügen, finde ich. Und es hat aber auch was mit der Textsorte zu tun, weil das wirklich Protokolle sind von Vorgängen. Und das, was einen möglicherweise am politischen Terrorismus noch interessieren kann, wird eigentlich nicht diskutiert. Es gibt keine moralischen Fragen, es gibt keine politischen Fragen, sondern er steigt sofort auf diesem Level ein, dass er sagt, ich will hier mitmachen beim Terror, wo ist die Waffe, wie können wir es machen und puff. So. Und mich hat es im Grunde auf eine Weise auch an die RAF erinnert, also abzüglich dieser schrecklichen Pamphlete, ja, wenn man sich die wegdenkt, dieses, was ja auch schreckliches Deutsch war und
kein Zufall, dass es so schreckliches Deutsch war. Es ist im Grunde apolitisch. Es ist eigentlich zu sagen, wir knallen so viele Leute ab und dann kippen die Verhältnisse. Und was aber gesellschaftlich irgendwie passieren müsste, um Verhältnisse zu verändern, also quasi eine Art humanistischer Ansatz, kommt überhaupt nicht vor, sondern es geht eigentlich nur ums Abknallen. Es gehört, muss ich sagen, zu den wenigen Büchern, wo ich denken würde, als Film wäre es mir lieber gewesen, weil in der Tat sind die Details irgendwie spannend. Dann machen die, also versuchen sie sozusagen einen Weg rauszufinden, wo der Innenminister mit der Kutsche vorfährt, und dann geben sie sich unendlich viel Mühe, diese verschiedenen Wege, die Alternativwege zu bestücken mit Beobachtern und Terroristen. Am Ende stellt sich heraus, sie hatten sowieso keine Chance, weil es einen Spitzel gab, aber jedenfalls installieren sie dann in den Straßen auf der Fontanka in Petersburg quasi einen Basari und einen Kutscher und einen, und das alles, wenn man sich das bildlich vorstellt, das hat dann so einen gewissen detektivischen Reiz, wenn man sich eben moralisch von allem verabschiedet hat und politisch auch, dann ist es so eine Räuberpistole, aber dafür ist es dann am Ende, finde ich, zu bürokratisch erzählt. So ging es mir. Das ist mir ähnlich gegangen. Ich interessiere mich eigentlich für die Zeit, deswegen, ich habe auch in die andere Ausgabe geschaut, die etwas umfangreicher ist, aber mir das von 29 geholt, weil Arkady Maslow hier ein eigenes Vorwort geschrieben hat und Felix Kohn, der in der Sowjetunion eine gewisse Rolle gespielt hat, das auch nochmal aus orthodox-bolschewistischer Perspektive einordnet. Das ist im Grunde, führen die den vor, als Beispiel für kleinbürgerlichen Sozialismus, also für das, was falsch ist und was man nicht tun sollte. Und er ist eine interessante Figur, weil der Chef dieser Gewaltorganisation, Jevno Azev, ist einer der berühmtesten Doppelagenten der Geschichte gewesen. Er war für die Ochrana, spreche ich wahrscheinlich falsch aus. Das ist richtig, Ochrana. Also die Geheimpolizei im zarischen Russland, Agent und zugleich Chef dieser Organisation, dieser Gewalt-Terror-Organisation. Jetzt kann man über das Verhältnis von Gewalt und Terror, von Polizei und Terror, meine ich, sehr lange nachdenken. Azev liegt hier in Charlottenburg auf dem Friedhof. Also da gibt es so viele Bezüge, die mich interessieren. Und dann habe ich gedacht, ey, wie viele Seiten muss ich hier noch lesen? Wann hört das endlich auf? Und das liegt zum einen an dem wirklich maximal engen Blickwinkel, den Savinkov auf die Welt hat und auf die Menschen. Also genau. Interessant ist immer nur, wie verhalten die sich zum Terror? Sind die entschlossen? Sind die bereit, sich zu opfern? Dann sind sie gute Menschen. Und das sind aber auch so gestanzte Sätze, die immer wieder kommen. Und ansonsten ist das wirklich so ein Geschäftsbericht, und dann haben wir dort eine Wohnung gemietet und dann haben wir da uns als Droschkenkutscher verkleidet und so. Das, was wirklich interessant ist an den Sozialrevolutionären, muss man dann irgendwie in Geschichten der Russischen Revolution nachlesen. Also bei Pipes gibt es von dem Richard Pipes Geschichte der Russischen Revolution gibt es ein Bild, das nach dem Attentat auf den Innenminister von Plewa aufgenommen worden ist. Und da sieht man nur noch Uniformstücke und Reste wirklich auf dem Pflaster liegen. Das Foto ist viel eindrucksvoller als dieses ganze Buch, zumindest für mich. Das kann aber auch daran liegen, dass ich mich für Terroristen nicht wirklich interessiere. Und ich kann da auch, also Leute, die andere Leute umbringen wollen, die finden hinterher immer eine Begründung und eine Rechtfertigung vor sich selbst und vor anderen. Ich weiß nicht, was ich da mehr erfahren soll, was ich nicht aus Schillers Räubern oder Dostojewskis Dämonen irgendwie schon kenne. Naja, glaube ich, der Unterschied ist hier, dass hier einer spricht, der sich gar nicht rechtfertigt. Das ist doch das Interessante. Das moralische Interesse. Er hat diese zwei. Er benutzt allerdings immer wieder Figuren, die für ihn töten. Er selbst tötet ja nie. Er macht sich nie die Finger schmutzig. Savinkov trug immer edlen Stoff. Er war Sohn eines adligen Staatsanwaltes aus der Provinz. Er selber war ein sehr gebildeter Mann, der deshalb eben auch als jemand aus adligem Stand in Luxushotels Zimmer anmieten konnte, um mit seinem Dienstpersonal Bomben zu basteln. Das ist eine ganz andere Figur als die wir uns gemeinhin unter einem Terroristen vorstellen. Also ich fand die Figur deshalb interessant,
weil er sich auf der einen Seite psychisch labiler Figuren, die Märtyrer werden wollen, wie diesen Sasonow oder diesen Kaljajew, er bedient sich dieser Leute, aber eigentlich verachtet er sie, diese Spinner, die an irgendetwas glauben, die benutzt er. Er selber steht fein und elegant im Hintergrund und lässt Menschen das tun. Auch später im Bürgerkrieg im Russischen lässt er töten. Und es gibt Beschilderungen, wie er in einem Morgenmantel parfümiert im Schützengraben steht und keine Angst vor den Kugeln hat. Also so eine Figur, die also immer das Extreme ausreizt. Und überall da, wo geschossen wird, wo Menschen getötet werden, da ist er zu Hause, da fühlt er sich wohl. Und das ist im Grunde, man muss sich für diese Typen interessieren. Und in dem Film von Breleur über die RAF, da gibt es diesen Terroristen, der jetzt immer befragt wurde, ich habe vergessen, diesen RAF-Terroristen, der also ständig interviewt wurde. Bog sagte, Savinkov, ja. Das war für uns die Generalprobe, ja. Sagte er in dem Breleur-Film. Das genau ist es. Und wer sich für den Ermöglichungsraum von Terror interessiert, also wo können Terroristen arbeiten, in Städten, der Terrorismus ist ein modernes Phänomen. Er taucht da auf, wo Menschen in der Anonymität sein können. Und das alles, wer sich dafür interessiert, der kann hier etwas erfahren darüber. Und man kann auch darüber etwas erfahren, wie der Staat darauf reagiert. Man kann ja auf unterschiedliche Weise damit umgehen. Mit Doppelagenten, mit Spitzeln, die die Bewegung zersetzen. Und man erfährt am Ende, dass wenn einer einmal entschieden hat, in den Untergrund zu gehen, dann kann er nicht mehr raus. Ja. Und dann ist es wurscht, was einer glaubt. Ob er für den Sozialismus ist oder dagegen, ist egal. Er muss dann zu den Bedingungen dieses Untergrunds weiterleben. Und Savinkov ist der Typ, dem das gefällt. Vielen gefällt das am Ende ja gar nicht mehr. Also sie denken, wie komme ich hier wieder raus? Ja, wie kann ich hier einen Notausgang finden? Und Savinkov, der sucht die Situation. Der ist da gerne. Und das habe ich eigentlich gern gelesen. Ich würde lieber ein Buch über diese Gewaltorganisation lesen. Ja, aber dieses. Das stimmt, aber es gibt keine guten Bücher über diese Gewaltorganisation. Und ich führe es immer noch auf die sehr holprige Übersetzung zurück. Savinkov konnte wesentlich besser schreiben als das, was im Deutschen herüberkommt. Und das mag aber auch an der Konstruktion der russischen Sprache liegen. Das ist nicht so leicht, das zu übersetzen. Nun gut, also es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber. Ich bin nach wie vor für einen Film. Oder eine Serie im deutschen Breleur macht jetzt. Man hätte die Generalprobe. Man hätte es verfilmen können. Ja, okay. Ja, ganz klar. Gut. Ja. Ja, dann sind wir am Ende für heute und danken Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen heute und dass wir uns bald wiedersehen. Alles Gute. Alles Gute.